Hallo ihr Lieben, ich möchte heute wieder über den Herbst sprechen. Mein letztes Video war ein Tag, der sich mit dem Herbst beschäftigt hat. Und inspiriert von der lieben Sarah von Alice im Bücherland, den Kanal verlinke ich unten in der Infobox, habe ich mir gedacht, dass ich doch trotzdem noch mal ein paar Bücher raussuchen möchte, die sich für den Herbst eignen. Und ja, inspiriert von Sarah, weil eben Sarah neulich ein Video gepostet hat oder hochgeladen hat, wo sie ja über ihre Lieblingsbücher im Herbst spricht, beziehungsweise über Bücher, die man im Herbst lesen kann. Und ich habe festgestellt, dass ich ja gar nicht so viele gruselige Bücher habe. Also ich habe Thriller und ich habe so ein paar Bücher, die sich mit paranormalen Dingen beschäftigen. Viele davon liegen hier noch rum, die ich gar nicht so gut fand. Und dann ja, habe ich mir halt Sarahs Auswahl angeschaut und dachte so, wow, da sind ein paar coole Sachen bei. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich mir das ein oder andere Buch zulege. Also ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Nichtsdestotrotz habe ich dann aber doch ein paar Bücher gefunden, die ich ganz cool finde. Und ja, keine Ahnung, deswegen würde ich einfach mal gerne starten. Also ich habe so ein paar Bücher rausgesucht, die im Thriller-Bereich sind. Also ich kann vielleicht mal kurz definieren, was ich unter Herbstbüchern verstehe. Für mich bedeutet das einfach, dass es Bücher sind, die so ein bisschen schauriger, ein bisschen gruseliger sind und die sich irgendwie so mit Dingen befassen, die einem so eine Gänsehaut verpassen und die einem so ein bisschen ein mulmiges Gefühl geben. Und darunter gehören halt Geschichten, die sich mit paranormalen Sachen beschäftigen, also Geistergeschichten. Davon habe ich leider gar nichts hier und da werde ich mir auf jeden Fall mal was zulegen. Dann dachte ich, dass es dann auch so Sachen sind wie, ja, habe ich schon Thriller gesagt? Ich glaube ja. Ich fange einfach mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich habe hier das erste Buch und ich möchte dazu sagen, dass das der zweite Teil von einer Dilogie ist. Wenn man das so nennen kann. Ich glaube, es ist vielleicht keine Dilogie. Ich glaube, der Schriftsteller hat dann einfach nochmal ein Buch im zweiten Teil rausgebracht. Doch, dann ist es eine Dilogie, oder? Wahrscheinlich schon. Also, ich spreche eigentlich von, also ich habe den zweiten Band hier. Das ist Die Witwen, Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen verplant. Ja, Die Witwen von Eastwick, von John Updike. Und ich bin total fanat in die Hexen von Eastwick. Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt garantiert den Film Die Hexen von Eastwick. Es handelt sich dort um drei Frauen, die von grandiosen Schauspielerinnen gespielt werden. Einmal von Cher, von Michelle Pfeiffer und ich meine, es ist Susan Sarandon. Ich weiß es gar nicht genau, ach egal, aber die sind auch noch sehr, sehr jung in den Rollen damals auch noch. Also ich glaube, der Film ist aus den 80ern oder Anfang der 90er, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der grandiose Jack Nicholson, der damit spielt. Und ich muss gestehen, dass ich erst den Film gesehen habe und dann habe ich mir das Buch zugelegt. Und das Buch finde ich auch so phänomenal gut. Und ja, diese Frauen langweilen sich in ihrem Alltag. Die leben in einer kleinen Stadt in Eastwick und sind total gelangweilt von allem so im Endeffekt. Und dann kommt eines Tages ein Mann in die Stadt, der irgendwie was, ja, keine Ahnung, Anziehendes hat. Und diese drei Frauen völlig durcheinander bringt. Und es stellt sich aber nach und nach raus, dass mit diesem Mann irgendwie irgendwas nicht stimmt. Ja, und ja, mehr verrate ich jetzt nicht. Es ist aber wirklich gruselig. Das Setting ist gruselig, finde ich. Der Ort, an dem der Mann einzieht, ist gruselig. Es ist halt irgendwie so ein riesengroßes Haus, schlossartig irgendwie. Und die ganze Atmosphäre hat sowas, ja, irgendwas Gänsehauterzeugendes. Ich würde nicht behaupten, dass es im klassischen Sinne wirklich, das ist keine Geistergeschichte, es ist kein Horrorbuch, es ist eher auch in manchen Stellen witzig, aber es gruselt einen schon trotzdem. Also es ist gepaart mit Liebe und Liebesszenen. Diese Frauen verlieben sich halt in diesen Mann und jede dieser Frauen ist halt auch irgendwie was Besonderes in ihrer Art und ist aber auch irgendwie strange und ja, ich weiß auch nicht. Ich finde halt, dass das auf jeden Fall so ein Herbstbuch ist. Ich meine, es spielt auch im Herbst, ich bin mir nicht sicher. Aber es hat irgendwie so eine Halloween-Stimmung. Also
Ja, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall megamäßig gut. Die Witwen von Eastwick, ich habe die Hexen von Eastwick nicht hier. Ich habe mir nämlich das Buch damals ausgeliehen aus der Stadtbücherei. Und die Witwen von Eastwick habe ich als Mängelexemplar irgendwo gefunden und dann gekauft und dachte mir, das lese ich. Es war jetzt nicht so gut. Also deswegen ist das nicht meine Empfehlung, aber die Hexen von Eastwick, genau. Das nächste Buch. Kurz Erklärung, bevor ich zeige, worum es sich handelt. Also, als Kind habe ich mich unheimlich gerne gegruselt und die Herbstzeit war für mich definitiv so eine Gruselzeit. Und ja, ich habe mit Vorliebe um Halloween herum Geschichten geschaut, die ein bisschen gruselig waren. Also, ich habe zum größten Teil mich mit einer bestimmten ja, Serie befasst, die ich dann irgendwie immer zu, ja, so rund um Halloween, so im Oktober immer geschaut habe. Also ich habe da tatsächlich nicht die Bücher kamen bei mir erst später und die habe ich auch aus der Stadtbücherei immer ausgeliehen, aber ich habe die Serie geguckt und ja, das handelt sich um R.L. Stine Gänsehaut. Und ja, ich liebe das. Das ist so cool. Ich habe dieses Buch vor ein paar Monaten, das ist gar nicht so lange her. Ich habe das nämlich in einem Neuzugang-Video vorgestellt. Habe ich es gefunden und für ein paar Kröten gekauft. Und ich finde das so gut. Und ich habe mich so gefreut, weil da wirklich Geschichten sind, die ich wiedererkenne von damals. Und ja, wer Gänsehaut nicht kennt, es geht um irgendwie so Geschichten, die sehr gruselig sind, die eigentlich für Kinder und Jugendliche sind. Ich persönlich finde immer noch, dass die total gruselig sind. Also ich finde die wirklich zum Teil, die haben auch ganz oft kein gutes Ende. Die enden auch immer ganz gruselig. Und mein Bruder hat mir auch so eine DVD-Box geschenkt. Das finde ich auch ganz cool. Da sind diese Gänsehaut-Filmchen bei. Die gehen dann immer so 20 Minuten oder sowas. Und die sind wirklich klasse. Also ja, das waren so die Sachen, die ich immer geguckt oder gelesen habe, als ich noch jünger war, als ich so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 10, 11, 12 oder sowas. Und ja, genau, das erinnert mich immer an Halloween. Genau wie der Film Hokus Pokus und Hexen, Hexen. Wer das nicht kennt, ich glaube, Hexen, Hexen gibt es nämlich auch als Buch, habe ich noch nie gelesen, werde ich aber irgendwann mal nachholen, weil ich den Film so grandios finde. Hokus Pokus finden wir nämlich eine sehr junge Sarah Jessica Parker wieder und wer spielt denn dann noch mit? Ach, ich habe es vergessen, ist auch egal. Es ist wirklich ein unheimlich cooler Film, der zu Halloween spielt, mehr oder weniger. Und Hexen, Hexen ist auch ein extrem gruseliger Kinderfilm. Kann ich nur weiterempfehlen an dieser Stelle. Als nächstes habe ich ein Buch, was ich in meinem letzten Tag schon erwähnt habe und ich werde es deswegen kurz halten. Es geht um Stephen Kings Shining und ich finde, das gehört zu Oktober wie, weiß ich nicht. Es gehört einfach zum Oktober dazu und es ist wirklich ein Buch, was mich nachhaltig gegruselt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich bin ein großer Stephen King-Liebhaber, auch wenn ich nicht immer alle Bücher toll finde, aber ich mag seinen Schreibstil und ich mag den Menschen dahinter, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne. Das klingt immer strange. Ich kann euch mal ein Video verlinken, was ich über Stephen King mal gedreht habe und wieso er mich geprägt hat. Das findet ihr dann hier oben auf dem i da. Ich weiß nie, wo da genau. Und ja, Shining auf jeden Fall. Und ich habe es schon im letzten Video erwähnt, deswegen werde ich jetzt nichts mehr groß zu sagen. Und die meisten kennen entweder das Buch oder den Film. Deswegen. Ja, als nächstes gibt es ein Buch, was so eine Welle so ein bisschen losgetreten hat, nämlich so die Welle einer bestimmten Thriller-Art. Ich persönlich mag das total gerne. Ich habe nämlich nach diesem Buch ganz viel in die Richtung gelesen und mich unterhält das immer. Es ist natürlich keine große Literatur oder sowas, aber es ist unterhaltsam und spannend und ich finde es gut. Und die Rede ist von The Girl on the Train. Hier die englische Fassung. Ich habe es damals auf Englisch gelesen und war total begeistert. Also von der Aufmachung, von dem Spannungsbogen. Und ja, es ist vielleicht jetzt kein klassisches Gruseln in dem Sinne, aber es ist halt so ein Thriller und ja, ich finde, das passt sehr gut in die Jahreszeit rein. Unsere Protagonistin ist eine Frau, die sehr unglücklich in ihrem Leben ist, würde ich jetzt mal behaupten, nicht besonders erfolgreich und sie fährt jeden Tag mit dem Zug. Und jeden Tag fährt dieser Zug ja an einer Stelle vorbei und bleibt da stehen und wartet auf das Signal weiterzufahren. Und dort hat sie Einblick in verschiedene Gärten. Und ein Garten hat sie besonders angetan von einem Pärchen, was es ihr irgendwie ja, angetan hat, weil es sie an etwas erinnert, was sie vielleicht mal hatte oder gerne hätte.
Und sie ist schon fast obsessed damit. Also sie ist wirklich total, ja, hat das Gefühl, sie kennt dieses Paar schon mittlerweile. Und das hat so ein bisschen so einen Stalker-Charakter. Genau, und dann passieren, aber sie beobachtet dann was, was dann in diesem Haus passiert, oder in diesem Garten. Und ja, so nehmen die Dinge ihren Lauf. Viel mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, außer dass es wirklich sehr spannend aufgebaut war. Und wie gesagt, für mich hat es eine neue Thriller-Sparte eröffnet und ich habe wirklich so ein paar Bücher in die Richtung gelesen. Das war so der Anfang davon. The Girl on the Train, wer es noch nicht kennt, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen und ich würde behaupten, dass man das sehr, sehr gut im Herbst lesen kann. Das nächste Buch, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist von einer Schriftstellerin, die ich persönlich extrem gut finde. Was finde ich gut an dieser Frau, beziehungsweise an ihrem Schreibstil? Ich habe das Gefühl, es handelt sich um eine deutsche Schriftstellerin und ich habe lange gebraucht, um festzustellen, dass sie eine deutsche Schriftstellerin ist, weil ich finde, dass sie eine sehr internationale Art hat, Thriller zu schreiben. Sie schafft es wirklich, weil wirklich auf meisterhafte Art und Weise den Spannungsbogen herzustellen. Sie kombiniert Geschichten und ja, bis zum Schluss kommt man nicht darauf, wie das denn jetzt tatsächlich endet. Ich mag das, also was ich bei Thrillern halt nicht mag, ist, wenn das zu offensichtlich ist und man dann schon weiß, okay, das ist der Killer. Bei ihr ist es so, dass sie immer ja, zwei Stränge hat, die ja augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben. Und dann immer auf ein, oder zueinander führen und dann wirklich ein grandioses Ende hervorbringen, also ein spannendes Ende. Und das war das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, und es geht um Charlotte Link und die Betrogene. Und ja, wir haben die Protagonistin Kate Linville, heißt sie, und diese Protagonistin hat Charlotte Link auch in andere Bücher eingebaut. Also ich kenne jetzt nur das, aber ich weiß, dass ich im Klappentext von anderen Büchern von Charlotte Link schon von dieser Protagonistin gelesen habe. Und sie ist Polizistin bei Scotland Yard, aber eine graue Maus, würde ich jetzt mal sagen. Hat niemanden groß außer ihren Vater und der wird eines Tages ermordet auf grausame Art und Weise. Und dann kommt dann noch ein anderer Polizist dazu, der ihr helfen soll, das aufzudecken. Und ja, sie beschließt aber auf eigene Faust irgendwie was zu machen, weil der andere Polizist irgendwie ein Alkoholproblem hat. Ja, und sie eh nur sich selber traut im Endeffekt. Und ja, sie versucht auf jeden Fall herauszufinden, was dort passiert ist. Und gleichzeitig haben wir eine Familie, die irgendwo raus aufs Land geht, um sich von einem drohenden Burnout zu schützen, also der Vater. Und ich glaube, es sind zwei Kinder und die Mutter vielleicht auch nur ein Kind, ich bin mir nicht sicher. Und die gehen aber auf jeden Fall aufs Land und ja, da ahnen die aber nicht, dass das Unheil naht, mehr oder weniger. Und wie diese beiden Stränge miteinander verbunden sind, löst sich nach und nach auf. Und das ist wirklich so ein spannendes Buch gewesen. Ich war wirklich so gefesselt und habe es innerhalb von kürzester Zeit gelesen. Und danach habe ich mir wirklich nochmal drei Bücher von Charlotte Link geholt und auch die in kürzester Zeit gelesen, obwohl ich nach einem Thriller immer so eine Pause brauche und dann was anderes lese von einem anderen Genre. Ja, und deswegen, ja, es hatte auf jeden Fall eine angsteinflößende Atmosphäre und ich finde passend zum, ja, das ist auf jeden Fall, passt auf jeden Fall zum Herbst. Vor allem diese englische Landatmosphäre irgendwie, so mit dem grauen Wetter und dem Regen, aber der Natur und ja, weiß ich nicht was. Es ist wirklich, wirklich ein cooles Buch und ich kann Charlotte Link vor allem weiterempfehlen. Ich mag die Frau sehr, sehr gerne. Und es hat sie herausgeschissen, nämlich eine deutsche Schriftstellerin, habe ich das gerade schon gesagt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Schreibstil so international ist. Nicht nur der Name ist irreführend, Charlotte Link hätte nämlich auf jeden Fall meines Erachtens nach ein englischer Name sein können. Aber auch der Schreibstil, wenn man mich fragt. Ja, noch ein Stephen King und zwar in einer kleinen Stadt. Needful Things heißt das Original. Da gibt es auch einen Film, aber auch das Buch ist einfach unheimlich gut. Es geht mal wieder um eine kleine Stadt. Ja, ein mysteriöser Mann zieht dahin und eröffnet einen Laden, der Needful Things heißt. Und in diesem Laden werden Träume wahr. Das heißt, die ganzen Dorfbewohner, die da hinkommen, können sich quasi was wünschen. Oder das, von dem sie sich was sie schon lange geträumt haben. Und das geht dann halt auch auf wundersame Art und Weise in Erfüllung. Nur die Sache ist die, jeder Traum, jeder Wunsch hat seinen Preis. Wie ich das auch immer so schön aus Märchen kenne,
Magic comes with a price. Auf jeden Fall kennt er die Sehnsüchte und diese verborgenen Wünsche, die diese Menschen und Dorfbewohner haben. Und nach bricht natürlich völliges Chaos in der Stadt aus und es gibt auch den ersten Toten. Und ja, eine sehr düstere und sehr, sehr gänsehauterzeugende Atmosphäre wird hier aufgebaut. Ist auch ein Brocken auf jeden Fall, das sind über 800 Seiten, also es passiert unheimlich viel und Stephen King schafft es, Spannung aufzubauen, es kommt keine Langeweile auf, das gehört definitiv zu einem meiner Lieblinge, meiner Stephen King Lieblinge und deswegen kann ich das weiterempfehlen und auch hier kann ich wirklich sagen, das ist ein Herbstbuch. Ich persönlich finde, das gehört in den Herbst rein. Wir haben hier Maine als Kulisse und die Stephen King auch immer wieder nimmt, die Stadt Maine und es hat irgendwie sowas gruselig schauriges irgendwie ja durch dieses Buch zu wandern, mehr oder weniger. Genau. So, das nächste Buch ist ein Buch, was ich in meiner Jugend gelesen habe und es handelt sich um Wolfgang Holbeins Wolfsherz. Das erste Buch, was ich von Wolfgang Holbein gelesen habe, war Märchenmond und ich habe es so abgöttisch geliebt. Das war von ihm und seiner Frau Heike Holbein geschrieben und ich fand das so klasse und habe mir dann direkt das zweite Buch geholt. Ich habe hier auch eine Widmung, beziehungsweise mein Papa hatte mir das da gekauft. 14.04.1999, das war, ja, ist schon lange her, 14.04. war mein Geburtstag, anscheinend habe ich dieses Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen und ja, ich war total begeistert. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich es heute finden würde, aber ich weiß, dass ich dieses Buch damals geliebt habe und ich habe es auch zweimal gelesen und spielt irgendwo im Osten Europas und eine Frau, ich glaube, es ist ein Pärchen, hat einen Auftrag. Ich meine, es wären Journalisten, ich weiß es nicht mehr. Steht hier auch jetzt nicht mehr im Klappentext. Aber die haben einen Auftrag mit einer sehr zwiespältigen Person und kommen halt in dieses Land. Ich weiß nicht, ob es Rumänien war. Es war irgendwo im Osten Europas auf jeden Fall. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und die beiden müssen in irgendeiner Form flüchten und kommen in ein Tal, was Wolfsherz genannt wird. Und dort bleiben sie dann stehen, weil sie nämlich ja, die Stimme eines Kindes hören. Und dann stellt sich heraus, dass tatsächlich ein Kind ist und das nehmen sie dann mit nach Deutschland. Und ja, was es mit diesem Kind auf sich hat, müsst ihr dann selber rausfinden. Ich kann nur so viel sagen, und das steht auf jeden Fall im Klappentext, dass es sich auch mit der Figur des Wolfes befasst, beziehungsweise des Werwolfes. Und ja, deswegen, ich finde, auch das ist ein Buch, was gut in den Herbst reinpasst. Und ich fand es damals sehr gut. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es immer noch was für mich wäre. Dann müsste ich das rereaden und vielleicht werde ich das auch demnächst mal machen. Aber ich weiß, dass ich es damals cool fand und vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. So, das war's. Ich habe das Gefühl, dass man da wirklich noch mehr rausholen könnte. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, mein Gruselgenre irgendwie aufzustocken. ja, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich noch viel mehr geht. Und das wären so meine persönlichen Empfehlungen für den Herbst. Also das, was ich so in den letzten Jahren gelesen habe. Aber ja, wie gesagt, ich denke, da geht auch noch wesentlich mehr. Und ich finde ja auch so Bücher, die im Herbst anfangen, können auch ruhig noch in den November, Dezember reingehen. Und dann kommen dann so muckelige Sachen, die eher so weihnachtlich sind und sowas. Aber man hat ja auch so ein bisschen Winterstimmung und da passt das ganz gut. Vielleicht auch noch so in den Januar oder Februar, man weiß es nicht. Genau. Also, ich finde auf jeden Fall, dass es wirklich unheimlich viele tolle Bücher gibt, die einem ja eine Gänsehaut verpassen oder gruseln. Mich würde wirklich interessieren, nachdem mich die Sarah inspiriert hat mit der Bücherwahl, die sie hatte, ob der ein oder andere von euch auch irgendwie Gruselbücher parat hat. Es müssen keine paranormalen Geistergeschichten sein, können sie aber sehr gerne, aber auch Thriller und Horrorgeschichten, die so in diese Jahreszeit passen. Also da würde ich mich echt wirklich freuen, wenn ihr den einen oder anderen Tipp habt. Und wie immer könnt ihr mir das in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich freue mich, mit euch zu kommunizieren und sage einfach mal bis zum nächsten Video vielleicht und schön, dass ihr dabei wart.